Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, das soll mir einer erklären. Es ist ja immer wieder witzig. Vor ein paar Tagen noch Hass und das Niederschreiben des VfL Bochum. Alle haben sich lustig gemacht über Schlotterbeck. Ich auch. Gehe ich zu. Und jetzt haben sie 3-0 gewonnen. Und im Internet ist der VfL Bochum plötzlich der große Hit, wird geliebt und ein bisschen Himmel bekommen die Düsseldorfer ab. Es ist immer das gleiche Spiel im Fußball. Das gefällt mir nicht so sonderlich gut daran. So, ich bin unterwegs in der Nähe von Ingolstadt, hatte da heute eine Lesung. Bitte Martin mal kurz einblenden, wie angekündigt wurde. Das ist der Thomas, der da die Moderation gemacht hat. So sah das aus. Große Freude, dass wir einen ganz besonderen Gast hier haben, Uli Potowski. Das bin ich, ja. Ja. Danke, danke, danke. Ich werde gerade begrüßt hier. Mehr später. Ja, und das war sehr nett auf dieser kleinen Tribüne. Da waren, weiß ich nicht, 100 Leute da, vielleicht auch ein paar mehr. Sehr angenehmes Publikum, hat viel, viel Freude gemacht. Nochmal zurück zum VfL Bochum, zum Thema, ja, erst Himmel, dann große Freude. Babys werden plötzlich wieder für den VfL Bochum gebraucht. Seht euch dieses nette Foto an. Ich bin so glücklich. Man hat es ihm zugeflüstert, dass ich ein Bochumer bin, und schon lächelt das Baby. Ist das niedlich? Und andersrum gibt es dann viele Posts, beispielsweise das hier. Da hat eine Firma ein T-Shirt drucken lassen, erste Liga, zweite Liga. Die waren sich so sicher, die Düsseldorfer. Ist schiefgegangen. Da kann ich jetzt eigentlich nur empfehlen, aufbewahren bis zum nächsten Jahr. Aber das wird eine so irre schwierige Zweitligasaison mit so großen Vereinen, dass ich da überhaupt keine Prognose wagen möchte. Hier dagegen trainieren die wahren Fußballer irgendwas mit A-Klasse. Und es ist eine schöne Anlage, auf der ich mich befinde. Und muss sagen, so einen Fußballplatz und so eine Anlage hätte ich auch gerne gehabt zu früheren Zeiten. Alles Rasenplätze hier. Die Mädchenmannschaft trainiert und ist einfach nett. Ja, das gibt es dann wohl wirklich nur da, wo die wahren Fußballer zu Hause sind, wo es nicht um das große Geld geht, sondern einfach nur um den Fußball an für sich. Aber ihr seht es, man hat sogar eine Anzeigetafel, und ich möchte es nochmal betonen, diese hübsche kleine Bühne hier. Und dann gab es einen Sponsor, also Hörgeräte, lange, und so war das alles heute hier auf dieser schönen Anlage. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zum Italiener, kriege noch was zu essen, nach Hause fahren geht nicht mehr. Und der Roboter zieht einsam seine Runden. So, dreh nochmal und sage Herz, Seele, Ball, kommt auch morgen wieder. Und heute Abend spielt hier noch Wiesbaden. Das werde ich dann auch nur sehr peripher beobachten. Und wir konzentrieren uns dann ganz, ganz langsam auf das Endspiel am Wochenende zwischen Real und Borussia Dortmund. Hier war man der Meinung, dass die Dortmunder eine echte Chance hätten. Ich bin skeptisch, aber ich würde es ihnen gönnen. Herz, Seele, Ball kommt wieder morgen. Ach, da fällt mir noch ein. Martin, kannst du das kleine Ankündigungsplakat zeigen? Ich bin auch im Juni in Dortmund im Fritz-Hensler-Haus. Und es ist mutig für einen Schalker in Dortmund aufzutreten, aber in der Regel sind sie da sehr nett zu mir. So, das Plakat haben wir dann, glaube ich, auch noch untergebracht. In diesem Sinne, bis morgen. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.